New York. Die Stadt liebt Superlative. Aber einer dieser Superlative macht der Gesundheitsbehörde Sorgen. Die New Yorker sind zu dick. Etwa 6000 Bürger der Stadt sterben jedes Jahr an den Folgen ihres Übergewichts. Schuld daran sei Zucker, warnt die Gesundheitsbehörde. In drastischen Aufklärungsvideos. Does this sound familiar? Morgens Limonade, mittags Eistee, ein süßer Kaffee zwischendurch und abends Cola. Klingt harmlos, aber das sind viele Zuckerpackungen. Die Folge? Krankhaftes Übergewicht. Das kann Diabetes auslösen, Herzkrankheiten und sogar Krebs. Trink dich nicht krank. So don't drink yourself sick. Solche Appelle an die Vernunft haben in New York nicht ausgereicht. Und deshalb greift die Stadt durch. Verleidet nicht nur, sondern verbietet. Zuckrige Riesengetränke. Ab März 2013 dürfen Softdrinks nicht mehr in Portionen über einem halben Liter verkauft werden. Weder in Imbissen noch in Restaurants oder Kinos. Dass starkes Übergewicht ungesund ist, wissen die meisten. Warum fällt es ihnen dann trotzdem so schwer, auf Zucker zu verzichten? Ist das Willensschwäche oder Sucht? Der Ernährungsmediziner Professor Robert Lustig von der Universität San Francisco warnt jedenfalls davor, es jedem selbst zu überlassen, wie viel Zucker er konsumiert. We need some form of societal intervention to reduce sugar consumption. Now, what form? Um den Zuckerkonsum zu beschränken, muss auf gesellschaftlicher Ebene etwas passieren. Wir dürfen den Zuckerkonsum nicht der Verantwortung des Einzelnen überlassen. Sonst wird sich nie etwas ändern. Wenn Zucker süchtig macht und wenn er überall verfügbar ist, dann werden Menschen zu viel davon essen. Genauso, wie sie es jetzt tun. Macht Zucker wirklich süchtig? Diese Frage beschäftigt auch deutsche Suchtforscher. An der Universität Heidelberg schauen sie übergewichtigen Patienten ins Gehirn. Mithilfe eines MRT, eines Magnetresonanztomographen. Professor Falk Kiefer untersucht, was im Gehirn passiert, wenn die Studienteilnehmer Fotos verschiedener Speisen sehen. Auf Äpfel reagiert das Gehirn ganz anders als auf Eiscreme und süße Nachtische. Nur solche zuckerhaltigen Speisen aktivieren das Belohnungssystem. Es reagiert auf Zucker ähnlich wie auf Alkohol oder andere Suchtstoffe und schüttet Dopamin aus. Dieses dopaminerge Belohnungssystem führt dazu, dass alles, was mit dem Konsum von Süßigkeiten zu tun gehabt hat, markiert wird als was Wichtiges, Belohnungsankündigendes. Und das zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Also wenn Sie als adipöser Mensch durch eine Straße gehen, dann werden Sie wahrscheinlich dem Süßigkeitenladen, dem Eisladen, dem McDonald's, was da steht, viel mehr Aufmerksamkeit schenken, als wenn Sie als Nicht-Adipöser ganz neutral auf viele Reize gucken, die dort sind. Ob man die Gier nach Zucker deshalb aber gleich als Sucht bezeichnen kann, darüber diskutieren deutsche Suchtforscher noch. Die Vorliebe für Süßigkeiten hat viel mit der Vorliebe für Drogen zu tun. Absolut. Nur das Ausmaß dieses Problems ist bei Drogenabhängigkeit in aller Regel viel höher. Wir kennen auch die ganz schwer gestörten adipösen Patienten, die unglaublicherweise trotz der vielen Folgeschäden gar nicht von zuckerhaltigen Lebensmitteln lassen können. Dieses extreme Verlangen nach Süßem untersucht auch Professor Rainer Sparnagel. Aber nicht bei Menschen. Jedes Mal, wenn sie den Hebel in ihrem Käfig betätigt, bekommt die Ratte eine geringe Menge Zucker. Die Tiere sind wild darauf. Sie drücken den Hebel bis zu 330 Mal in einer halben Stunde. Doch das hat Folgen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der hohe Zuckerkonsum zu molekularen Umbauten an den Synapsen führt. Das Gehirn wird dauerhaft auf Zucker geeicht. Das sind dann nicht nur kurzfristige Veränderungen, sondern das Gehirn und das Belohnungssystem erinnert sich daran und kann somit auch quasi ein Verlangen nach Zuckerlösung auslösen, später noch. Die Forscher halten es für wahrscheinlich, dass dieser Umbau im Gehirn auch beim Menschen stattfindet. Im Endeffekt hat die Zivilisation die Evolution überholt. Die Evolution hat nicht damit gerechnet, dass Menschen mal in einem Paradies leben würden. Und das tun wir ja heute, wenn es um Nahrung geht.
Ein gefährliches Paradies, aus dem man sich selbst vertreiben muss, um nicht krank zu werden.